Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier in Dishonored. Ja, ist schon eine Weile her, dass wir das Hauptspiel gespielt haben, aber gestern ist der erste Story-DLC veröffentlicht worden. The Knife of Dunwall. Und ich würde sagen, da schauen wir doch mal rein. Gehört ja irgendwie auch dazu, dass man so ein bisschen die Geschichte verfolgt. Es gab schon einen. Hier sehen wir übrigens die ganzen Kampagnen-Missionen. Aber wir haben hier oben unter herunterladbare Inhalte: The Knife of Dunwall. Es gab schon einen DLC, aber der hat sich hauptsächlich auf den Multiplayer konzentriert, so wie ich das verstanden habe. Und der hier konzentriert sich jetzt mehr, oder sagen wir mal, präsentiert eine eigene Singleplayer-Geschichte. Wenn du neue Schwierigkeitsstufen freischaltest, wird diese automatisch in der Münzeinstellung gespeichert. Sehr schön. The Knife of Dunwall. Missionen. Ja, Sie sehen schon, da gibt es wohl auch mehr als eine. Dann würde ich doch sagen, beginnen wir einfach mit einem neuen Spiel. Aha. Veteran. Elite. Meisterassassine. Novize. Ja, wir sind zwar theoretisch erfahren, aber erstens ist es schon wieder eine Weile her und zweitens spiele ich Spiele tendenziell ja immer auf normal, wenn sich das so anbietet. Das ist das Spielgefühl. Ja, dass die Entwickler nun mal vorgesehen haben und warum sollte ich mir dann da irgendwie was anderes zurechtlegen? Wir spielen in The Knife of Dunwall, falls ihr es noch nicht festgestellt habt oder mitbekommen habt, den Assassinen, der die Kaiserin getötet hat. Spitzname Knife of Dunwall. Mir fällt der richtige Name von ihm gerade nicht mehr ein. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Du kannst nicht vergessen, was du getan hast. Der Tod der Kaiserin und die Übergabe ihrer Tochter Emily an den Lord Regenten bereiten dir schlaflose Nächte. Ein Auftrag mehr hätte mir nichts ausmachen sollen. Ich habe schon viele Adlige umgebracht. Auf dem blauen Blut, das ich vergossen habe, könnte ein Walfänger schwimmen. Ein neuer Adliger ersetzt den alten. Sie sind alle gleich korrupt. Warum sollte eine Kaiserin anders sein? Aber sie war's. Ich sah das Gesicht ihres Leibwächters, als sie ihn wegbrachten. Seine Augen waren wie tot. Ich wusste, ich würde dafür bezahlen. Und vielleicht hatte ich es auch verdient. Ein Sturm zog auf, der alles einreißen würde, was ich aufgebaut hatte. Nein! Weg von hier! Carbo! Spricht doch maßgeblich dafür, dass unser alter Freund aus der Parallelwelt auch wieder von großem Interesse für unseren Assassinen ist. Ich muss mir ein bisschen wieder mit der Steuerung vertraut machen. Okay, Rechtsklick ist also die Fähigkeit, die ich ausgewählt habe. Linksklick gibt es nicht, aber Linksklick wäre normalerweise wahrscheinlich der Angriff. So, warte mal, hier haben wir irgendwas. Notiz lesen. Heruntergefallener Brief. Du hast sie getötet. Ja, hätte man auch einmal schreiben können. Her Majesty Jasmine Caldwin. Genau, und Connor Tano war der Leibwächter, dem wir dadurch eine etwas unschönere Zukunft bereitet haben. Also, wir kriegen nochmal ein schönes Tutorial. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, ist schon eine Weile her. Bla bla bla. Und es soll auch neue Fähigkeiten geben. Du bewegst dich schnell und unbemerkt von Ort zu Ort. Du kannst dich senkrecht wie waagerecht bewegen und von Vorsprüngen zielen, um sie zu überwinden. Bla, Richtung ändern. Sogar mitten, was, während des Zielens hält die Zeit an. Sogar mitten im Sprung. So kannst du eine Flucht planen und sogar in der Luft die Richtung ändern. Ja, das kennen wir nicht. Ziele anzuhalten. Einfach die Bewegungssteuerung los, einschließlich der Halte gedrückt, um zu zielen. Beim Zielen zeigt ein
epileptische Markierung an, wo du landen wirst. Eine epileptische Markierung. Sehr, sehr interessant. Ey. Ja, so viel zur epileptischen Markierung, ne? Oder elliptischen Markierung? Naja, wer weiß. Ja, da haben wir den Oberaufseher Campbell, war das, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Der da sich hat porträtieren lassen von diesem Supergenie. Wie hieß denn der noch? Ah, ist ja auch egal. Man kann ja nicht mehr alles wissen, oder? So. Okay, hier kommt mir nichts bekannt vor. Ist halt alles hier noch die ganze Geschichte mit Dunwall, ne? Der Busch sieht ja komisch aus. Vergleicht mal, das ist die Grafik halt mit so Sachen wie jetzt, was weiß ich, Bioshock Infinite, wo es ja auch so Bärenbüsche ab und zu mal gibt. Das ist schon ein klein bisschen was anderes. Genau, der Outsider. Mein alter Freund. Doubt, genau. Ist eine Weile her, aber Doubt jetzt heißt hast du mein Interesse geweckt. Wie die Jahre verfliegen und die Toten sich mehren. Hast du gewusst, dass es nur 8 von euch gibt, die mein Zeichen tragen? Ich bin hier, weil du recht hattest. Die Kaiserin war anders. Diesmal kannst du nicht in die Schatten flüchten. Du wirst die Konsequenzen spüren. Deine Geschichte steht kurz vor dem Ende und nicht mal du kannst ihm entgehen. Aber welches Ende wirst du wählen? Ich bin hier, um dir ein letztes Geschenk zu machen, Doubt. Ein Geheimnis. Es beginnt mit einem Namen. Delilah. Rotwildschlachthaus. Hey there, Delilah, won't you do 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 do. Bundry Rotwild ist ein gewissenloser Geschäftsmann, der ein Schlachthaus und eine Flotte von Walfängern besitzt, darunter ein Schiff namens Delilah. Infiltriere das Rotwild-Schlachthaus und finde heraus, was es mit diesem Namen auf sich hat. Okay. 6 Monate lang hat sich die Stadt verändert. 6 Monate lang wollte ich vergessen, was ich der Kaiserin und dem Mädchen antat. Aber ich konnte nicht vergessen. Ich musste wissen, wie es weiterging. Aber hatte nur einen Namen. Delilah. Wer war sie? Eine Bedrohung? Eine Verbündete? Dann erreichte mich eine Nachricht von Billy Lurk, meiner Stellvertreterin und Gehilfin. Sie besaß ein Talent dafür, Geheimnisse aufzudecken. Es gab ein Schiff namens Delilah, das Wale jagte für Bundry Rothwild, einem ehemaligen Walfänger, der es drauf hatte. Inzwischen gehörte ihm ein ganzes Schlachthaus und erhielt seine Arbeiter wie Gefangene. Ein Schiff namens Delilah. Vielleicht ein Zufall. War es aber nicht. In Dunwall hängt immer alles irgendwie zusammen. Gut zu wissen. Okay, der heißt also nicht Rotwild, sondern Rothwild. Naja, gut, hätte man sich auch denken können. Aus Doubt. Kannst du dein Netzwerk von Spionen und korrupten Händlern einsetzen, um vor jeder Mission Ausrüstungsgegenstände und Verbesserungen zu erwerben? Du kannst außerdem spezielle Gefallen kaufen. Diese Gefallen wirken sich in der Mission unterschiedlich aus. Sie offenbaren Ausrüstungsverstecke oder geheime Informationen. Das ist schon mal neu. Es stellt sich natürlich für uns jetzt so ein bisschen die Frage, du hast 2000 Münzen, wie wir das Ganze angehen sollen. Ob wir das ein bisschen offensiver dieses Mal spielen oder ein bisschen oder wieder defensiv. Wir sind immerhin eine Assassine, also ich denke, töten steht auf jeden Fall mal auf unserer Agenda. Nur wie, ist die andere Frage. So, wir haben hier Würgestaub, das ist was Neues. Das ist das, was ich mir im Hauptspiel gewünscht hatte. Nicht tödliche Granaten. Schön, dass sie das eingebaut haben. Was haben wir hier? Tresorkombination. In der Wache hat die Kombination des Tresors im Versandbüro gehört und wird sie in die Wand ritzen. Gestohlene Rune, lautlose Sabotage. Wird die Sicherheitsanlage der Raffinerie-Ventile deaktivieren.
Das Öffnen und Schließen löst keinen Alarm aus. Aha. Die gestohlene. Ein bestochener Arbeiter wird eine Rune verlegen, die an einer Kiste voller Gerümpel auf einem Weg in die Akademie der Naturphilosophie gefunden hat. Die Rune wird sich im Rohr befinden, das Abwasser in den Fluss leitet. Ja. Kaufen. 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 Das muss ja schon mal sein, oder? Kapalista-Präzision. Das hieß aber auch anders im Vorgänger. Naja gut, das ist wahrscheinlich auch eine andere Waffe. Nachlader, Reichweite, Präzision. Kampfbetäubungsbolzen. Die einschläfernde Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Aha. Bolzenkapazität, Granatenkapazität, Wirkstoffkapazität, Artefaktkapazität. Ermöglicht es, ein zusätzliches Knochenartefakt, jetzt 4, maximal 6 zu aktivieren. Ja, das Problem ist, dass ich noch kein Knochenartefakt habe, deswegen spare ich mir das wohl eher erstmal. Wie viele Bolzen habe ich? 5. Betäubungsbolzen? 2. Nehmen wir uns mal ein paar Betäubungsbolzen mit und von dem Wirkstaub nehmen wir auch ein bisschen was mit. So. Mana und Gesundheitselixiere lassen wir mal. Wir werden ja auch auf dem Weg noch ein paar Sachen finden. Was kaufen wir uns noch? Ein bisschen Präzision oder Reichweite? Schneller und weiter. Kampfbetäubungsbolzen. Kaufen wir uns die Kampfbetäubungsbolzen. Dann können wir auch im Kampf betäuben. Und ansonsten für 685 kaufen wir uns noch. Wir sind eigentlich eher Innenräumen, also nehmen wir den Nachlader, so wie ich das sehe. Okay, sind wir fertig? Ich würde sagen, wir sind fertig. Dann starten wir mal in die erste Mission. Decke Rothwilds Geheime auf. Betritt die Rothwild-Anlage. Ah. Finde die Kombination auf der Wand. Tresorkombination. Beschaffe die Rune aus einem Wartungstunnel im Schlachthaus. So, wir lesen mal Notizen. Dank deiner Besteckungsaktion werden die Alarmanlagen deaktiviert und gewisser Geschäftsmann, Schlachthaus. Sonst Gegenstände, keine Aufgaben. Optional. Plündere den Tresor der Wache. Finde die Runen. Big Boss. Bücher, Audiographen. Ich sehe schon, es wird wieder einiges geben. Aber guck mal, hier haben wir Zugriff auf die Kräfte. Was haben wir hier? Die Münzen. Schlüssel haben wir keine. Ausrüstung, eine Klinge und ein Messer. Gucken wir mal wegen den Kräften. Assassinen rufen. Die Assassinen herbei, der an deiner Seite kämpft. Ruft einen Meisterassassinen herbei, der an deiner Seite kämpft. Okay, teleportieren. Über kurze Distanz während des Zielens die Zeit an, wenn du dich nicht bewegst. Blink ins Nichts. Knochenartefakte und Runen erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Finden von Knochenartefakten und Runen erlaubt außerdem das Sehen von Lebewesen sowie Sichtfeld durch Wände hindurch. Ja, genau, das hatten wir auch schon. Das ist auch relativ wichtig. Zeit verlangsamen, ja. Vitalität, Blutdurst, Wirklichkeit, Schattenangriff. Arcana Bund. Teil die Kräfte mit verbündeten Assassinen in der ersten Stufe sind diese zu teleportieren und Vitalität. Denn Assassinen können teleportieren und der Gesundheit steigt an. In der zweiten Stufe nutzen die Assassinen die Kräfte Zeit verlangsamen und Schattenangriff. Ist deine Kraft Zeit verlangsamen aktiv, bewegen sich Assassinen mit normaler Geschwindigkeit. Im Schattenangriff aktiv verwandeln sie ihre Gegner in Aschehaufen. Diese Fähigkeit ist nur nützlich, wenn du auch die Kräfte besitzt, die du mit deinen Assassinen... Ja, bla bla. Hab ich schon verstanden. C war ducken. Gut. Cloud, sie sind hier. Ja, ich bin Mir da. Mir war langweilig, da habe ich schon mal angefangen. Okay. Wir haben tatsächlich Glück heute. In der Fabrik wird gestreikt. Ist ja auch kein Wunder. Rothwild betreibt den Laden wie ein Gefängnis. Ohne Stechkarte kommen die Arbeiter nicht mal rein. Als der Streik losging, haben die Fleischer gleich alle Karten eingesammelt. Sie haben der Stadtwache freie Hand gelassen. Warum wollte ich wohl aus den Slums weg? Das ist die Antwort. Es gibt noch andere Wege da rein. Ich gehe mal voraus, okay? Um den alten Mann zu schonen. Ach so, ich habe hier noch was für Sie. Sie sammeln doch sowas.
Ich bin auf den Dächern, wenn Sie mich brauchen. Weg ist er. Finde eine Steckkarte. Verschwinden Sie, sonst werden Sie auch eingesperrt. Hey, geben Sie mir meine Stechkarte. Ich komme sonst nicht mehr rein. Sie dürfen sie nicht nehmen. Versuch vorbeizukommen und du wirst bald am Fleisch haken. Verschwinden Sie, Mister. Blick ins Nichts. Drücke die rechte Maustaste, um Dunkel zu sehen und Knochenartefakte in Runden zu finden. Die seine Kraft ausgerüstet, leuchtet das Zeichen des Outsiders auf der Hand von Dauden, wenn Knochenartefakte oder eine Rune gegenüberstehst. Bla bla. Aha. Muss ich das mal irgendwie erstmal umsortieren, oder wieder? Wo sind meine Kräfte? Teleportieren, Assassinenrufen, eine. Okay, wir können uns mit der einen Rune keine Aufbesserung leisten von unseren zwei Fähigkeiten, die ich persönlich ganz gerne benutzen würde. Also wir könnten uns eine neue kaufen, aber das werden wir nicht tun. Kann ich denn die Sachen nicht umsortieren oder sowas? Gab es da nicht irgendwie mittlere Maustaste? Genau, so ging das. Also, Blick ins Nichts, ne. Also wir wollen auf der 1... Was wollen wir auf der 1? Auf der 1 holen wir uns... Betäubungsbolzen. Auf die 2 legen wir uns die Sicht, auf die 3 ist Teleportieren, auf die 4 die Granaten. Okay. Mach mal Licht an, gucken wir mal, wo wir hier irgendwas finden können. Natürlich blöd, dass wir jetzt noch nicht sehen, wo die Runen sind, ne? Okay, das ist irgendwie falsch. Auf der 2 brauche ich den Teleport, auf der 3 den Blick. Irgendwie scheint es so gefühlstechnisch so zu sein. Au! Hallo, Meisterlampe. Wie schalte ich dich nochmal aus von hinten? Ich finde dich schon noch. Das hätte ich vielleicht nicht abbrechen sollen. Ich weiß, dass du hier bist. Ich wollte eigentlich erstmal mit dir reden. Eigentlich hatte ich vor, mit dir zu reden. Ich finde dich schon noch. Aber irgendwie hast du wohl keine Lust drauf, mit mir zu reden. Ich muss hier. Das ist irgendwie nicht so ideal. Toll. Direkt mal am Anfang versagt. Man verzeihe mir. Okay, wenigstens das ist schon alles richtig. Okay, also. Geben Sie mir meine Stechkarte. Ich komme sonst nicht mehr rein. Sie dürfen sie nicht nehmen. Die Fleischer mögen das wohl nicht sonderlich. Eigentlich hat man ja immer normal diese Streikbrecher und keine Streiksupporter. Aber ist natürlich klar, wenn die Streikenden sich dazu überwinden. Ich brauche hiervon unbedingt wieder die zweite Stufe. Guck mal, mein Symbol blinkt. Irgendwo da hinten muss eine Rune sein. Okay, reden wir jetzt dieses Mal mit dir, ohne dich umzubringen. Sie brauchen mich um nichts zu bitten. Die haben meine Stechkarte. Nicht mal an meine Sachen komme ich ran. Sie haben jeden, der was weiß, unten am Hafen eingesperrt. Ich hätte bei ihnen sein sollen. Das hätte dir aber nichts gebracht, mein Freund. Wie komme ich nur ohne meine Stechkarte in die Fabrik? Gar nicht, aber ich komme dafür mit deiner Stechkarte in die Fabrik. Das ist auch schon was wert, oder? Ach Mist. So. Dann machen wir uns mal langsam darüber. Und tschüss. So, wo packen wir dich denn nach? Keine Ahnung. Auf dem Boden würde ich sagen.
Beute nehmen. Nach dein eigenes Kommando bekommst. Normale Kugeln. Das Leid ist... Oh ja, genau. Das erinnert mich dran. Wir wollten ja eigentlich irgendwann mal noch einen Let's Read machen, ne? Aber... Granate, Kupferdraht. Ich glaube, Daut erregt allgemein keine Aufmerksamkeit beim Laufen, oder? Hab ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ich könnte mich natürlich auch täuschen. Das wäre natürlich unpraktisch. Weil man könnte es ja schon ein bisschen so erwarten, da er ja mein Attentäter ist. Okay. Ah, da ist so ein Blitzdings. Eine Blitzspule. Ja, da wollen wir jetzt eigentlich nicht rein. Wir können mal die Tür zumachen. Unzerstörbare Tür schließen. Das ist doch mal eine Aussage, oder? Okay, Shift gedrückt halten zum Rennen. Das bringt uns schon mal ein Stück weiter. Ah, leere Flaschen. Na, man muss sich halt erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, bevor man hier wieder der alte Meisterassassine sein kann. Drüben latscht einer rum. Sagen wir, gehen mal ein Stückchen nach oben. Wir haben Kampfbolzen. Wir können uns ja leider noch nicht unsichtbar machen. Und da wir auch noch nicht sehen, wo sich Gegner aufhalten, ein bisschen vorsichtig sein. Aber sieht gut aus. Oh, da ist noch einer. Hallo. So, ich nehme mal mit. Ah, du kannst da hinten in der Ecke ein bisschen liegen bleiben, würde ich sagen. Da wird dich keiner stören. So, normale Kugeln hast du also dabei, ja? Normale Kugeln. Sowas aber auch. Sonst nix. Ah, was haben wir da? Rattengift. Wenn wir die Kanalisation von der Rattenplage befreien, stelle sicher, dass die Kiste Pökelfleisch zur Seite gestellt wird, damit wir es mit Rattengift versehen können. Anschließend bringen es hinunter zum Hafen, damit wir es in die Kanalisation verteilen können. Interessant. Ah, genau. Ich weiß also doch noch so halbwegs, wie es funktioniert. Auch ohne magische Sicht. Da drüben können wir es ausschalten, die blöde Blitzsäule. Warum sollte ich ein Mana-Elixier trinken? Ich habe doch noch genug. So. Hier rüberlatschen bringt nicht wirklich was. Da ist nämlich eine Zone-Tür. Was war da? Wachen! Zu mir! Tschüss, Kollege. Was haben wir da? Kugeln. Aha. Und Walfleisch, Heilkräuter. Ja, das war jetzt hier nicht ganz die feine Englische, aber so läuft's halt nun mal, ne? Okay, nach oben geht's nicht, das heißt, es geht nach unten. Abwärts geht's. So, da ist der blöde Fleischer. Ja, wir sehen noch nichts, oder? Nee, nicht wirklich. Das ist ein Knochenartefakt. Okay, mit der linken Steuerungstaste blocken wir. Das ist schon mal eine interessante Feststellung. Wofür waren nochmal die Knochenartefakte? Weiß ich gar nicht mehr. Waren auf jeden Fall nicht für die Ruhen. Irgendwo hier höre ich doch eins. Ich höre hier ein Knochenartefakt. Hier muss irgendwo eins sein. Also doch. Aber wo? Ach, da. Mitten auf dem Boden. Ach, das waren die.
Genau, das waren die Knochenartefakte jetzt. Verstehe ich's wieder. Blick ins Nichts beenden. Okay, Tresorkombination, Haupteingang. Wir kamen hier nur runter, oder? Hoch ging es nicht weiter. Nee. Blöder Fleischer hat mir schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja, ist mir jetzt auch egal. Da vorne sind zwei, hä? Kann ich nochmal, wenn ich rechts zurückhalte? Nein, dann schießt er gleich. Wie kann ich denn nochmal zielen? Vielleicht gar nicht. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Hol mal den Wahlöltank raus. So. Jetzt gucken wir uns hier nochmal fix um. Nix. Da ist nix. Wo ist die Tresorkombination? Irgendwo da vorne. Ah, guck mal, hier ist noch ein Seitengang. Das hat ja normalerweise auch seinen Nutzen, oder? Sokolovs Gesundheitselixier. Hemlock Essenz. Achso, ja, das bringt Geld. Das bringt uns nur Geld ein. Oh, guck mal, es gibt auch wieder Weiner. Wo bist du? Was willst du denn von mir? Kopf hat drauf. Meinst du? Achtung! Aufgrund der Seuche wird jeder, der sich bei einem Betrieb von hohem Staatsinteresse nicht zum Dienst meldet, vom Lordregenten zum Verräter erklärt. Ich weiß, dass du hier bist. Mag schon sein. Aber das bringt dir nicht viel. Tschüss. Wirfst du mit Steinen nach mir? Ist ein Depp. Oh, wie süß. Au! Au! Okay, dafür gibt's jetzt einen auf die Hände. Nackter Fleischer. Finished! Schlachthausgelände wurde ein Eindringling gesichtet. Er muss gefangen oder getötet werden. Das Gesetz und die Stadtwache stehen hinter uns. Ich sehe schon. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich wieder ein bisschen dezenter vorgehen würde, so wie wir das früher schon gemacht haben. Was willst du von mir? Ach, du willst mir sagen, dass da eine Blitzwand ist und ich, wenn ich durchlaufe, gebraten werde. Na, das ist doch halbwegs nett von dir. So, was haben wir hier? Ein bisschen Kohle. Jemand sollte hier drüben doch patrouillieren. Von wem redest du denn? Ja, mit Ratten kann ich nichts anfangen. Ich wüsste echt gern, wo meine Knochen, wo meine Runen sind. Oh, guck mal, da oben kann man rein. Komme ich da direkt hin? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich muss das indirekt machen. Über einen Klitz. Kleinen Umweg. Sie muss es verstehen. Auf dem Schlachthausgelände wurde ein Eindringling gesichtet. Ach, jetzt stell dich nicht so an. Ah, die Lumpengräfin, hallo! Eine mit krakeliger Handschrift verfasste Seite aus einem alten Manuskript gerissen. Das Backbordauge von einem groß, grad gestorbenen Wal. Ab damit in den Topf, denn sonst wird es noch schal. Weiner, Weiner, du musst es gehen. Kann dich auf dem blutroten Boden sehen. Tust für mich, Liebster, für ein leckere Geburtstagsmahl, die Gräfin. Finde die Zutaten, um das Rezept der Gräfin zu vervollständigen. Und was sind die Zutaten? Soll ich einen Weiner suchen? Ich habe einen Weiner gefunden, also. Vorhin. Es gibt Geschichten über eine Frau in den Slums, die wohl so gearbeitet hat. Die Lumpengräfin soll 100 Jahre alt sein. Danke für die Info.
Was soll ich denn für dich zusammenkratzen, Madame? Finde die Zutaten. Ihr seid ja wieder lustig. Naja. Okay. Gut, von mir aus. Dann eben erst einmal nicht, ne? So, wo tourt ihr denn hier rum? Da drüben ist einer. Da ist einer. Ich würde sagen, wir hüpfen mal hier runter. Und deaktivieren erstmal das Blitzdings. So. Dann gehen wir da rein und gucken uns hier drin mal um. Ein Elixier, komisches Buch, ein paar Münzen, Kugeln. Ja, so ein Audio-Light. Seit heute Morgen sammeln wir die Stechkarten der Arbeiter ein. Ohne kommt keiner rein noch raus. Wir müssen ein Zeichen setzen. Ah, Tresor. Tresorkombination ist noch ein Stückchen weg. Okay, 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 okay. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Keine Ahnung, was dann passiert, mein Freund. Aha, jetzt höre ich dich. Verdammt. Das war mal wieder schweinedämlich. Drei Pfeile verschossen. Und für was? Für nichts, weil ich den falschen Skill ausgewählt hatte. Ich wollte mich eigentlich hinter ihn teleportieren und ihn betäuben. So viel dazu. So viel dazu, ne? So, das können wir eintüten. Ich sehe ein bisschen Leben. Leere Walöltanks braucht kein Mensch. Volle haben wir da drüben schon. Na, guck mal, da unten könnten wir theoretisch welche auffüllen, wenn es uns dann interessieren würde. Tut es aber nicht. Wir wollen jetzt die Tresorkombination haben. Und dafür turnt doch da noch irgendwo einer rum. Ich habe das doch genau gesehen. So, erstmal auf den Tank drauf. Auf dem Schlachthausgelände wurde ein Eindringling gesichtet. Er muss gefangen oder getötet werden. Das Gesetz für die Stadtwache steht. Was haben wir denn da? Bin ich blind? Hallo? Finde die Kombination. Ach, 211. Ich bin ja auch wieder. Weißt du. Blitzspule, ja, da sollte ich mich vielleicht nicht direkt in die Nähe begeben. Komm mal her. So, legen wir dich hier ab. Ups. Ob ich da wohl rein kann? Schlaf gut! Schlaf gut, mein Freund. Schlaf gut. So. Oh, guck mal. Pläne. Kompakter Blitzverstärker. Sammelbaupläne, um im Start der nächsten Mission neue Verbesserungen und Ausbildungsgänge freizuschalten. Natürlich machen wir das. Aber jetzt erstmal hier umgucken. Also, was haben wir denn da? Blitzminen. Platziere diese Minen an fast jedem Ort. Als sie ausgelöst, versucht sie einen gewaltigen Wegkreis und bietet, der das Ziel in einen Ascherhaufen verwandelt. Das Ziel. Blitzminenlieferung. Ja, von Sokolov. Genau, Sokolov war der Verrückte. Ich erinnere mich. Zellenschlüssel, aha. Hemlock-Elixier. Schön, schön. Wofür habe ich jetzt einen Zellenschlüssel gefunden? Also für welche Zelle? Dann ist der Metzger. So,
lieber so an ihn ranmachen. Und den dann hier wieder ablegen. Ich glaube, wir haben schon genommen, was er bei sich hatte, oder? So war das doch irgendwie. Dass man automatisch das einsackt. Sicherheitsschalltafel. Vorne kommt der komische Metzger langgelatscht. Vielleicht soll ich dann mal versuchen, da runterzukommen. Ohne allzu groß Aufmerksamkeit zu erregen. 1, 2, Fleischeskeilerei. 3, 4, blutiges Revier. Für den blöden Spruch sollte ich dir eigentlich gerade ein Messer in den Hals stecken. Na, ganz ehrlich. Blutiges Revier. Komm, geh schlafen. Du hast nicht zufälligerweise irgendwas dabei? Nee. Na, guck mal, da vorne sind ein paar drin. Oh, oh. Na, komm her. Komm hier. Auf dem Schlachthausgelände wurde ein Eindringling gesichtet. Ein Kopf weniger, hm? Oder getötet werden. Schutzkastenschlüssel. Schutzkastenschlüssel. Interessant. Da. Blödes Blitzding. Wo ist denn... Wo ist denn dein Antrieb? Da drin, hm? Naja, Kollege, so schnell nicht, ne? Ach, dafür haben wir den Schlüssel gebraucht. So. Aus die Maus. Blöder Blitzturm hier. Ich glaube, es geht los. Notiz dem Tagebuch hinzugefügt. Oh, hier haben wir ein neues Elixier. Okay, Kugeln sind wir schon voll. Granate, Beutel. Schön, schön. Ja, ich brauche eigentlich nur eine Rune. Dann könnte ich mir meine Lieblingsfähigkeit wieder zurückholen. Nämlich das Sehen. Hier ist irgendwo was. Okay, warte. Unter mir ist ein Knochenartefakt. Muss ich nur hier gucken, wie ich da hinkomme. Do not use during high tides. Kanalsteuerung, ne? Nicht während der Flut benutzen. Und warum nicht? Haben wir gerade Flut? Das ist ja die Frage, ne? Oh, die armen Wale, ey. Ich glaube, Greenpeace wäre nicht erfreut, wenn ich das so anmerken darf. Mach den Ding auf. Ah, ja. Hier unten, ha? Huh? Verdammt, blöde Rattenviecher. Ich mag Ratten nicht. Machen wir erstmal ein paar Ratten weg. Bevor ich da reingehe, um sie mich alle wegmachen. Lalala, du bist nicht gerade der Schnellste mit deinem Schwert, wenn ich das mal so anmerken darf. Zumindest nicht, wenn es ums Ratten zerstückeln geht. Komm, jetzt löst euch schon auf. Ihr seid doch nur noch so ein paar. Ja, ja, ja. Na also, geht doch. So, da haben wir einen Knochenartefakt. Beutejäger. Ja, wir sollten mal gucken, welche Knochenartefakte wir denn schon so haben. Dann können wir auch mal ein paar aktivieren. Du findest größere Münzvorräte, natürlich. Starke Truppen. Herbeigerufen, Assassinen versuchen wir schon. Ach, mein Gott. Wenn schon, denn schon, ne? Will. Ah, ne, ich will das Schlachthaus noch nicht betreten. Aber so kämen wir wohl ins Schlachthaus rein. So wie ich das sehe. Hm. Ist ja noch irgendwas? Es muss doch hier irgendwo eine Rune geben. Irgendwo muss es doch hier eine Rune geben. Kann doch nicht angehen. Nicht aktivieren. Hm. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Was haben wir denn da? Tresorkombination. Ja, die habe ich ja schon gefunden. Was war das? 211, gell? Mal kurz nachgucken gehen. 211. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar, Herr Kommissar. So, dann machen wir uns mal
da rein. Was haben wir hier? Haupteingang. Brauchen wir eine Stechkarte. Die Blitzmine. Das Gesetz und die Stadtwache stehen hinter uns. Ach, was die nicht alle tun, hä? Gesetz, Stadtwache. Bla bla. Sag ich dazu nur. Bla 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 bla. Gewaltiges bla bla. Nein! Och Mann. Was soll das denn? Ja, dann bin ich hier hoch. Ich will zurück zu meinem Tresor. Tresorelli! Ich komme! 2-1-1, hallo. 2-1-1. Schön. Stechkarte. Ist ja wunderbar. Kleine Explosionsverbesserung. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich kann keinen Schutz. So, ja, ich würde sagen, wie wir hier weitermachen, schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Das sollte vom Timing her ganz gut passen momentan. Ich wünsche euch bis dahin, wie immer, viel Spaß und tschüss.